Hallo und herzlich willkommen zu Transportiver 2, meine lieben Freunde. Wir haben hier zum Beispiel in Karstadt einen Bahnhof, wo sehr, sehr alte Züge langfahren. Und müssen da mal einen finden. So einen alten Zug. Hier fährt bestimmt einer rum. Ja, genau, der hier. Der kann 50 in der Spitze fahren. Und dieses Fahrzeug tun wir jetzt mal verwalten. Und ich bin gespannt, ob man hier Passagierwagen kann man nämlich nur die neuesten hinzufügen. Deswegen würde ich den auf eine andere Linie setzen wollen. Und zwar auf die neue Linie. Ich glaube, die haben wir noch nicht umbenannt. Linie 1. Zack. Und für diese Linie hier, das ist am Scheibenberg, Linie verwalten. Ne, nicht Linie verwalten. Fahrzeuge verwalten. Okay, es ist keine mehr da. Ah ne, das ist so ein Depot. Brauchen wir jetzt hier mal ein Fahrzeugdepot. Nehmen wir doch mal das. Und tun hier niegelnagelneue Züge draufsetzen, die schön rumschnaufen. Kaufen und die setzen wir auf die Dassenheimer Scheibenberger Bahn. Und bin gespannt, wie der Zug hier so rumtüftelt. Hier kommt nämlich schon einer vorbeigepfiffen. Und ich würde sagen, wir machen heute mal eine Museumstour mit der alten Lok. Das ist die Linie 1. Linie 1 wollen wir mal umbenennen in Museumsbahn. Haltern. Rotalben. Und da steigen wir mal vorne ein. Und gehen aber auch mal ein bisschen in den Speed nach oben. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Am Anfang noch ein bisschen Hyperspace hier, dass wir auf die Strecke kommen wollen. Muss natürlich achten, bis mal ein Bling Bling kommt. Kann das sein, dass eine kleine Fehlermeldung hier eintritt? Weil der Zug irgendwie ein paar Problemchen macht, weil er nicht dorthin soll, wo er hin muss. Sag ich mal. Aber unser Schienennetz ist ja schon so riesig. Da kann es ja gut vorkommen, dass er auch einen riesen Umweg fahren kann. Aber ich glaube, die Züge fahren schon den kürzesten Weg, den sie fahren könnten. Er sagt, er ist unterwegs nach Rotalben. Ich bin sehr gespannt, wie er dahin fährt. Über Haltern auf jeden Fall. Deswegen denke ich mir jetzt mal mein Ganzes dazu. Ich glaube, er fährt mir vorn im Weichendreieck nach links über die Ölstrecke, die wir in den letzten Folgen gebaut haben, an der Ölraffinerie vorbei, in das nächste Gleisdreieck an Malitschendorf vorbei, nicht durch den Bahnhof, sondern einfach nur vorbei und dann durch die Werkzeuglinie, durch Haltern durch auf die Museumsstrecke. Das denke ich, dass es so fährt. Und das ist eine Linie, die wir so nicht haben. Und auch nie haben werden wahrscheinlich.
Aber es klingt schon interessant, wie wir hier die Ortschaft miteinander verbinden. Wir könnten Dossenheim mit Haltern verbinden als Personenlinie. Es wäre möglich. Aber ich sehe gerade, dass ja kein Gleisdreieck besteht. Deswegen hat sich das dann auch wieder erledigt. Und wir fahren den großen Bogen über Belsdorf. Auch nicht schlecht. Das sehen wir ja eine riesen Tour. Da machen wir ja heute hier eine Rundtour. Rundtour durch die ganze Map. Über die komplette Map fahren wir jetzt in diesem Zug. Natürlich ein bisschen im Hyperspace. Aber das macht ja erstmal nichts. Wenn wir dann auf der Museumsstrecke sind, dann gehe ich dann ja wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ich gehe dann in den normalen Modus. Sind schon ein paar Zugbegegnungen hier auf der Warnlinie. Da müssten wir auch gleich die Warnfabrik passieren. Schön durch das Waldgebiet durch. Und hier ist die Warnfabrik. Müssen wir kurz warten. So, hier müssen wir nämlich jetzt nach links. So, in einem kleinen Tunnel. Da kommen wir auch schon wieder raus aus dem Tunnel. Und jetzt tun wir hier eine sehr befahrene Strecke lang fahren. Fahren wir jetzt sogar durch Malitschke, durch Dorf durch. Sehr schön. Hier ist Malitschke Dorf. Da fährt der Ölzug lang. Wunderbärchen. Hinten fährt der Weizen zu. Lädt sich voll und fährt wieder weiter. Hier kommt noch ein Personenzug. Wunderbärchen. Hier können wir in die Industriegebiete vor Haltern. Und ich glaube, jetzt gehen wir aus dem Hyperspace raus. Ein guter Punkt zum Stoppen. Und ab jetzt geht's weiter im normalen Modus. Jetzt sind wir auf der Linie auch gleich drauf. Hier haben wir nochmal einen schönen Personenzug. Das ist jetzt die Echtgeschwindigkeit. Langsamer geht nicht. Vorne sehen wir auch den Dampf eines weiteren Zuges. Das könnte ein Werkzeugzug sein.
Wir fahren auf jeden Fall durch das Gleis durch, wo der Werkzeugzug anhält. Und wir sehen auch, dass hier ordentlich Werkzeug auf dem Gleis bereit liegt zum Abholen. Jetzt müssen wir nochmal warten, weil wir wahrscheinlich hier in das zweite Gleis von uns rein müssen. Und von vorn kommt, glaube ich, auch ein Gegenzug, der uns erstmal passieren muss. Da kommt das Zyklein. Auch schön Öl geladen. Und dann geht's weiter auf der Tour. Oh, hier ist noch ein kleiner Weichenfehler, sehe ich gerade. Oh nein, wir fahren ja weiter geradeaus. Okay, und hier vorne splittet sich dann alles auf. Ein kleines Nadelöhr, weil ja alles über das normale zweispurige Gleis geht. Hier gehen auch sehr viele Linien durch. Ja, sehr viel möchte ich jetzt nicht sagen. Es sind aber, glaube ich, 4 Stück insgesamt. Ist schon hart an der Grenze. So, und hier tun wir jetzt hier rüber. Ein wenig bergauf. Und jetzt kommen wir das Gleisvorfeld von Haltern. Der große Güterbahnhof und der Personenbahnhof. Und da schauen wir doch mal, wer hier alles ansteht. Hier steht bisher noch niemand an für den Zug nach Rodalm. Doch, ein paar Leute stehen an. 1, 2 habe ich gesehen. Das war jetzt das Gleis links von uns. Und hier kommen alte Ölfässer gefahren. Und auch die alten Bretterwaggons, so wie ich das hier sehe. Hat uns sogar der langsame Ölzug überholt. Der wahrscheinlich auch noch nicht schneller kann als 50. Den müssen wir auch mal optimieren. Und die Signale im Tunnel sind jetzt auch nicht so optimal, muss ich sagen. Aber hier ist sehr viel Betrieb und das gefällt mir. So, und jetzt geht's offiziell auf die Museumsbahnlinie. Guckt mal, wie viele Züge hier angefahren kommen. Sind wirklich noch die alten Waggons? Jetzt gerade nicht. Bei den Brettern nicht, aber auf dem Öl. Muss man auf jeden Fall noch optimieren. So, jetzt haben wir hier ein kleines Tunnel. Ich glaube, der längste Tunnel auf der kompletten Linie. Der Rest ist nämlich alles überirdisch.
sehen wir unten nochmal die Züge langfahren. Können wir nochmal Haltern von Weitem sehen oder sehen wir das von hier aus? Nee, ne? Sehen wir nicht von hier aus. Da kann man ein schönes Bildchen schießen. Wo ist ein kleiner Autosave? Wieder die Wolke über uns. Nur dann mal einen Wegpunkt hier wegnehmen. So, dann fahren wir hier hoch. Wir können ja auch eine komplett andere Perspektive mal nehmen. Ne? Meine, wir können ja hier nach vorn. Hier so. Vielleicht ein bisschen so, ne? So, auf den Kohlewagen drauf. Bisschen nach vorn wieder. Also so eine schöne Position hier. Sehen wir auch ein bisschen mehr von der Umgebung. Einige Bäume müssen wir hier auch noch fällen. So, jetzt müsste ja gleich der Ausguck kommen, wa? Ein bisschen sieht man auf jeden Fall. Kann man auch schön runter gucken. Ah, jetzt sind wir hier. Oben sieht man auch die ganzen Felsen. Jetzt geht's hier in das Tunnel rein. Jetzt hat man hier den wunderschönen Ausblick auf die Natur. Ja, schaut auch ziemlich interessant aus hier. So rum jetzt nicht. Da war auch noch mal ein Ausblick, da kämpft sich gerade der Zug hoch. Und wir fahren hier einfach nur stracks. Da tut sich sogar die Sonne etwas verdunkeln, wenn hier der Dampf aus der Kanone rauskommt. Aus der Kanone, sage ich schon. Aus der Esse. Hier ist auch ein bisschen Dampf an der Seite. Und jetzt geht es wieder ins Tunnel. Aber es ist nur ein kurzer Tunnel. Ein kurzes Tunnel. Da geht's gleich weiter. Hier wieder mit der Landschaft. Wunderbärchen. Schon gut, dass wir den ja ausgemustert haben. Mal sehen, ob wir dann den Erfolg bekommen. Ich glaube, wir müssen den alten Zug bis nach 2000 halten und dann bekommt man dafür einen Erfolg. Und das ist doch super. Aber das dauert noch ein kleinen Menge. Wir sind ja erst, glaube ich, 1907, wenn mich das nicht täuscht. Bei Ankunft in Rotalpen können wir das ja mal gern nachschauen. Aber ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss hier. Und in der nächsten Folge
fahren wir dann den zweiten Teil hier von der wunderbaren Museumsbahn zwischen Halteln und Rotalben. Also schaltet gern wieder ein. Es wieder heißt Transportfieber 2 mit dem Cedric. Bye bye.